große Veränderungen, weil das T steht für Coach. Ja, ich habe ein neues Trainerteam. Denn an der Seite von Hans Arpey gibt es nicht einen. Nein, es gibt gleich zwei Neuzugänge. Einer sitzt neben mir. Peter Neururer. Peter Neururer. Die Trainerlegende. Wahnsinn. Und der dritte ist... Moment, müsst ihr jetzt kommen? Kenny. Genau. Das ist der Assistent. Und ich bin der Assistent von den beiden. Zusammen sind sie das neue Super-Duper-Power-Team von Das T steht für Coach. Einfach super. Ich bin der Coach. Ich bin auch Coach. Und Kenny? Der macht das, was wir sagen. Und wie ist so die Aufgabenverteilung zwischen euch Coaches? Hans wird das Sagen vor der Mannschaft haben. Die erste Ansprache gehört immer Hans, vollkommen klar. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mannschaft von drei Seiten vollgesulzt wird. Aber ich bin dann derjenige, das werden wir sehen, der Spezialaufgaben löst. Falls irgendeiner an der Mannschaft, aus der Mannschaft Fragen an meine Person hat, dann werden wir die beantworten, in Absprache. Philosophie ist gemeinschaftlich denken, gemeinschaftlich handeln und klare Anweisungen zu geben. Und das wird bei unserer ersten Mannschaft der Rückrunde wohl auch nötig sein. Das hier ist die vierte Mannschaft des Dökener FC. Das frisch gegründete Team hat auch schon eine Philosophie. Gemeinschaftlich trinken, gemeinschaftlich rauchen und niemals gemeinschaftlich trainieren. Also wirklich. Gar nicht. Null. Zero. Aber wieso gründet man eine Mannschaft und sagt, und man trainiert nicht? Die treffen sich nur zum Spiel. Also die haben im Prinzip eine Gemeinschaft. Die wollen zusammen Fußball spielen. Ja, dann suchen sie dann eine Plattform, sprich Liga XYZ, in dem Falle Kreisliga C im Raum Mönchengladbach. So, jetzt spielen wir zusammen Fußball, aber haben möglicherweise nur einmal in der Woche Zeit. Deswegen trainieren können wir gar nicht. Nehmen wir an, keine Ahnung. Das war ja auch der Grund, warum viele damals vielleicht mit dem Fußball auch aufgehört haben, weil die ja eben immer zum Training gehen mussten, das vielleicht nicht so wollten oder nicht konnten, wie auch immer. Ja, und jetzt brauchen wir nicht zu trainieren, können spielen. Und das Witzige bei der ganzen Sache ist ja, dass wir sogar noch oben mitspielen. Aktuell steht Döken 4 nämlich in der Kreisliga auf Platz 3 und hat noch echte Hoffnungen auf den Aufstieg. Aber jetzt mal Butter bei den Fische, Jungs. Ihr seid doch einfach nur zu faul oder schwer übergewichtig. Oder beides, ne? Ja, warum wir nicht trainieren? Weil es schwer ist, die Leute erstens zusammenzukriegen, weil wir viele Studenten haben, viele Leute, die Schichtarbeit machen. Wir sind halt auch viel beschäftigt, ne? Beschäftigt, womit? Ja, wir bestehen ja ausschließlich aus Studenten und aus Auszubildenden. Ja, und das bedeutet, ihr arbeitet 24 Stunden oder was? Ja, komm, das Problem hat jede Truppe. Ihr trainiert doch aus einem ganz anderen Grund nicht, oder? Keine Lust. Bingo. Die Liebe zum Fußball ist nicht so groß, dass man sich über dieses Spiel hinaus noch trifft. Die wollen sich einfach nicht quälen. Nee. Keine Lust, die wollen einfach nur zocken. Viele haben nach der Arbeit keine Lust, wirklich. Ne? Aber wenigstens sind die ehrlich. Wir haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt eine Truppe, die nicht trainiert, sonntags nur auf dem Platz steht, ein Bierchen dabei trinkt oder eine Shisha dazu. Warum sollen wir trainieren, wenn wir oben mitspielen? Ne? Reicht doch. So, anders stelle ich mir die Frage, warum sollen wir da mit denen wirklich mal trainieren? Stell dir vor, dieses Weltwunder sollte eintreten. Sie verlieren das erste Spiel. Dann sagen die, kein Wunder, warum trainieren wir auch? Ist ja auch möglich. Haben wir die Arschlochkarte gezogen? Das kann nicht wahr sein. Ah, das klingt mir jetzt aber ein bisschen zu negativ. Es ist ja nicht so, dass die Dökener als Gemeinschaft nicht aktiv wären. Privat treffen sie sich nämlich regelmäßig in Mannschaftsstärke. Es ist schon geil, ne? Ja, 11 Freunde müssen sein, aber nur 11. Wir gehen zusammen feiern, wir gehen zusammen ins Café, wir machen alles zusammen, außer zu trainieren. Alles zusammen, außer zu trainieren. So. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, leisten sich die Jungs gleich mal 3 Spielertrainer. Stellt euch doch bitte mal vor. Hallo, ich bin der Dimi. Ich bin der Günni. Und ich bin der Ali. Günni, Dimi, Ali. Was machen denn 3 Trainer bei Mannschaften, die gar nicht trainieren? Wir sind die Spielertrainer und Gründer der vierten Mannschaft vom Dökener FC. Wissen die überhaupt, was ein Trainer für Funktion hat? Na? Hm? Steckt das Wort Training hinter. Richtig. Und damit haben sie es ja nicht so. Spielvorbereitung in Döken sieht so aus. Also mal, Günni, mexikanischer Fitnessdrink oder was? Du spielst doch gleich. Hä? Was? Du spielst gleich. Was ist denn jetzt? Training oder was? Oder? Ja, ist kurz vorm Spiel. Vor dem Spiel? Mhm.
Wie viel Uhr ist das denn? Bier. 13 Uhr oder wann? Ja, wie viel Uhr? 13 Uhr. 13 Uhr? Das ist ein Bier am Bier, Döner und Zigaretten in der Hand. Ach du Scheiße. Ja, aber das ist noch längst nicht alles. Ich verspreche euch, das, was jetzt kommt, habt ihr noch nie auf einem Fußballplatz gesehen. Eine Shisha. Auf dem Platz. 20 Minuten haben wir noch. Davon brauchen wir noch 10 Minuten Pfeife. Schon aufgewärmt? Nein. Das ist aufwärmen. Was machen die da? Die rauchen sich warm. Was sagt denn der Gegner, wenn er die sieht? Die rauchen da noch vorher eine, trinken eine. Das gibt's doch nicht. Kommt, Jungs, konzentriert euch ein bisschen. Mann, nein, ich ach du. Ich bin stamm. Die laufen nicht warm. Ja, die körperliche Grundfitness holen sich die Dökner mit den Geschmacksrichtungen Apfel, Vanille oder Cola. Krass. Ist das widerlich. Was ist das denn für eine krasse Mannschaft? Ihr habt denen doch gesagt, dass sie das machen sollen. Nein, ehrlich nicht. Das kann doch nicht sein. Ich schwöre. Wer macht denn sowas? Das macht die vierte Mannschaft des Dökener FC. Aber sie rauchen ja nicht immer nur auf dem Platz. Meistens sogar in offiziell dafür vorgesehenen Lokalitäten. Ich meine, Fußballspielen tun sie ja nicht so oft. Ist da Rauchen Pflicht? Ja, der ist schon krass. Unser Training ist ja eine Shisha-Bar, sag ich mal. Das ist quasi unser Konditionstraining. Unser Training. Und obwohl sie täglich ihre Lungen planieren, haben sie natürlich auch sportliche Ambitionen. Ist ja klar. Das Ziel für die Saison ist natürlich der Aufstieg. Und dann zählt plötzlich der Aufstieg. Das ist ja unglaublich. Von links und rechts hört man nur noch, dass man von uns redet. Dass viele uns angucken und sagen, boah, auch ohne Trainer, ohne Training schaffen die das. Mit Fußball haben die nichts zu tun, gar nichts zu tun. Die Gemeinschaft ist okay. Die machen sympathischen Eindruck, die Jungs. Ihre Verhaltensweise vor dem Spiel hat mit Fußball nichts zu tun. Denn wer nur ein bisschen mit Fußball zu tun hat, verhält sich da anders. So, da sie aber Fußball im Augenblick noch haben, mit Erfolgserlebnissen, läuft das so lange, so gut, wie sie Siege erzielen oder eine Tabelle, noch die Möglichkeit haben, vom Aufstieg zu reden. Aber der erste Fuß kommt, wenn sie nicht aufsteigen. Und dann kann so eine Gruppe auseinanderbrechen. Damit genau das nicht passiert, haben sie Hans angeschrieben und sich zu einem revolutionären Schritt entschieden. Sie wollen das erste Mal und weltexklusiv bei das T steht für Coach trainieren. Denn es gibt überraschenderweise Probleme. Egoismus, Meckern, Rumprollen. Vielleicht fehlt das Taktische ein bisschen. Die Standards sind auf jeden Fall ein Problem. Also ich weiß nicht, wie viele Tore wir gemacht haben, also werden auf jeden Fall nicht viele sein nach Standards. Aber wie soll das funktionieren, wenn du nicht trainierst? Meiner Meinung nach liegt unser Problem in der Offensive, weil wir schießen im Vergleich zu anderen Mannschaften viel zu wenig Tore. Und in der Top 5 sind wir die Mannschaft mit den wenigsten Toren. Typische Probleme. Jeder möchte natürlich Beinis machen. Warum? Wenn einer ein Beini gibt, dann fangen so alle an zu schreien. Also bei uns zählen auch Beinis mehr als Tore. Das Problem ist ja, die spielen nicht mehr weiter, die feiern sich dann einfach, ne? Lassen den Ball da liegen und jubeln sich selber, weil die dann Beini verteilt haben. Also es geht darum, wirklich Spaß zu haben, nicht das Tor zu machen, nicht zu gewinnen, sondern nach dem Spiel sind die Jungs zu sagen, hast du gesehen? Hast du mein Beinchen gesehen? Wieder der Durchgang. Das liegt in den Genen. Also dieses, ja, viel Schauspielerei, viel Show. Können ja beide machen, okay, wenn Sinn und Zweck macht. Wenn irgendwo eine Situation zu ist, ich komme nur da durch. Wenn Abwehrspieler ankommen, mir die Schleuse anbietet und aufmacht und ich komme danach wieder an den Ball oder ich spiele meinen eigenen Mitspieler dadurch an, dann soll das versuchen. Wenn das ihre Mentalität ist, ne? Dann müssen wir ganz schnell abgewöhnen, ansonsten. Das ist also deine Aufgabe, denen das abzugewöhnen. Im vorderen Bereich. Ja. Klar. Ja. Dann gibt es ja noch den Problembär Bärhahn. Hallo Hans, ich bin der Bärhahn, ich bin 23 Jahre alt, bin vom Beruf her Werkzeugmechaniker, ja, spiele beim Dökener FC in der vierten Mannschaft als Abwehrspieler. Abwehrspieler? Also vermutlich eher dein Mann, Hans. Bärhahn arbeitet so ganz nebenbei noch an der Tanke und ist Seele Mannschaft. Oder besser gesagt, der Rambock. Der Rambo-Bock, ey, ich bin geil.
Also ich habe die Trikotnummer 6, weil ich 6 Leute auf einmal auseinandernehme, natürlich fußballerisch. Also es können 6 Leute vor mir stehen, wenn die den Ball haben, der ist innerhalb von Sekunden weg. Also nicht der Ball hat Angst vor mir, sondern die Spieler. Das ist ein Knochenbrecher. In gewisser Weise. Ja, aber leider geht Behan nicht nur gegen seinen Gegner vor. Wenn es mal nicht läuft, flippt er halt aus. Auch gegen die eigenen Jungs. Ich kann nicht verlieren, ne? Und deswegen muss ich immer auf dem Platz, muss ich immer was sagen. Und das muss ich auch ein bisschen ändern, auf jeden Fall. Also Hans, was ich mir von dir wünschen würde, ist auf jeden Fall, mir beizubringen, wie ich mit anderen Spielern umgehen muss, auch wenn wir 1-0, 2-0 oder 3-0 führen oder auch wenn wir 1 oder 2-0 verlieren, dass ich halt nicht so emotional bin. Und manchmal ist das echt schlimm. Behan, wir bekommen das hin. Schön, viel Freude dabei. Und das ist natürlich noch nicht alles. Da sie ja nicht trainieren, können viele Spieler auch die einfachsten Dinge nicht. Einwürfe sind Katastrophe. Einwürfe? Für die Jungs, die gerade jetzt bei uns hier im Verein spielen, die wissen einfach nicht, wie man einen Einwurf macht. Was kann das für ein Problem sein beim Einwerfen? Also wir haben es versucht zu erklären, mehrmals zu erklären, dass man mit beiden Füßen am Boden stehen soll, den Ball vernünftig über den Kopf hinweg nach vorne werfen soll. Aber das wird halt immer wieder und immer wieder bei uns abgepfiffen, was halt so ein bisschen peinlich ist. Das wäre natürlich eine sensationelle Aufgabe für Kenny. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, Einwurf üben. Wann habe ich das letzte Mal Einwürfe geübt? War das E-Jugend? Also unsere Aufgabe ist jetzt, die Offensive in den Griff bekommen, deine Aufgabe. Behan in den Griff bekommen, meine Aufgabe. Und die Einwürfe, das macht Kenny. Perfekte äußere Bedingungen auf der noch jungfräulichen Sportanlage zu Döken. In der Kabine bereitet sich die vierte Mannschaft des Dökener FC professionell auf die Ankunft des neuen Zaubertrios vor. Die Arena ist prall gefüllt, ganz Döken hat das Fußballfieber gepackt. Aber nicht nur die Dökener Bevölkerung steht Kopf, nein, auch ein Hans Sarper ist wie elektrisiert. Boah! Was ist denn mit euch los hier? Oh, hallo! Boah! Ist das normal hier oder was? Boah, ich krieg keine Luft, ey! Ich bin ganz ehrlich, ich bin selten im Leben geschockt. Aber ich bin jetzt total durch. Also man muss dreimal Luft holen. Nicht nur, weil die Luft so vernebelt war, sondern ich habe sowas noch nie erlebt. Denn das hat ja irgendwas mit Sport zu tun oder mit Fußball sogar. Und ich habe genauso wie Hans in der mehr als 30-jährigen Karriere als Trainer, nehmen wir die 20, 25 Jahre vorher noch mit dazu, noch nie erlebt, ja, nicht beim Ansatz. Ja, auf jeden Fall ein cooles Ding. Macht nicht jede Mannschaft. Ich glaube, wir sind die einzige Mannschaft in Deutschland bestimmt. Kann ich mir vorstellen, die Shisha raucht. Ja, das ist durchaus möglich. Hans lässt sich davon jedoch wenig beeindrucken und rächt sich auf seine Art und Weise mit der in Döken völlig unbekannten Koordinationsleiter. Ja, ich sag mal, haben wir noch nie gemacht, haben wir noch nie gesehen. Wir fangen hier an, gehen einfach hier so seitlich und dann das. Verstanden? Nochmal vormachen? Ja. Vorspringen, aber seitlich, aber nicht hier auf ganzen, auf den Zehenspitzen bleiben hier. Zehenspitzen, Zehenspitzen, immer vorspringen. Nächste, nächste. Die beeindruckende Performance des Meisters inspiriert die Dökener. Die Freude, sich endlich mal in der freien Natur bewegen zu dürfen, jeder Schritt ein Walzer, ist überall spürbar. Okay, vielleicht nicht überall. Schnapper Kevin ist so mittelbegeistert. Nee, beide Füße, beide Füße. Salzen. Da, 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 da. Beide. Machst du ganz locker. Beide Füße, beide Beine sind lang. Und hopp, 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 hopp. Guck mal, gehen wir einen Fuß rein. Genau. Dann springst du nach da, damit der Fuß da drin ist. Genau. Und jetzt in die andere. Ja! Oh, ja! Oh. Ja! Ja! Hey! Und das Ganze mit Musik nennt man Breakdance. Und hat ja auch eine Funktion. Eigentlich. Ich frag mal die Jungs. Günni, Behan, habt ihr eine Idee, was das mit der Koordinationsleiter soll? Kein Kommentar, keine Ahnung. Damit man sich konzentriert. Ja. Ich finde, das hat auf jeden Fall was mit Konzentration zu tun. Mit der Balance. So. Ja. Ist auch eine
sage ich mal, ein gutes so Konzentrationstraining, auch fürs Spiel, wie man stehen muss. Ja. Weil in dem Moment, wenn man diese Leiter macht und diese Übungen macht, dann konzentriert man sich einfach. Ne? Ja. So, und wenn man das im Spiel auch macht, dann hat man natürlich 100 Punkte, na klar, finde ich jetzt. Ja. Jetzt hier, Hopserlauf. Einfach so. Aber in dem Ding drin bleiben. Jeder, beide Beine. Immer seitlich, weißt du? Könnt ihr Hopserlauf? Hier. Ganz, ist auch ganz einfach. Warte mal. Erstmal auf der Stelle. Auf der Stelle so machen. Ganz genau. Nein. Und jetzt rein. Was, so machst du den Sprunglauf? Jetzt, ja. Du musst beide Füße immer da drin haben. Immer beide. Komm, die Nächsten. Die Nächsten, komm. Ich war erst geschockt, weil ich dachte, die wollen uns verarschen. Also wenn ein Nicht-Kranker, das meine ich jetzt genauso, wie ich das sage, wenn ein Nicht-Kranker nicht imstande ist, einen Hopserlauf nach Vorgabe zu machen, dann frage ich mich, wie diese motorischen Störungen irgendwo zu beheben sind. Dass sie trotzdem aber bemüht sind, Fußball zu spielen, wiederum finde ich toll. Aber deswegen haben die uns ja gerufen, weil die nicht trainieren können. Und wir müssen denen das beibringen, das trainieren. Das haben sie wirklich toll unter Beweis gestellt, dass sie nicht trainieren konnten. Ja. Aber Koordination ist eh ein Problem bei uns. Ja, bei allen. Auch auf dem Spielfeld. Hä? Finde ich. Wieso? Positionen werden nicht gehalten. Ja, nichts mit der Koordination zu tun. Ja, klar. Doch? Ja, klar. Ja, okay. Ja, nee, nicht okay. Völlig falsch. Aber egal. Ja! Jawohl, super, ja. Was ist das? Das ist ein Sprunglauf, asiatischer Sprunglauf. Hopserlauf. Kannst du keinen Hopserlauf? Das ist ja ein Sprunglauf. Ja, genau so. Und jetzt, jedes Mal musst du da reinspringen. Ja, Mkhitaryan. Komm. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Was machst du da? Musst du auf Toilette oder was? Weil du machst so. Als müsste auf Toilette oder so. Wenn man sich das anschaut, sagt jeder immer so, oh, guck mal, wie einfach, das kann ich doch auch. Und wenn man dann das mal machen muss, dann merkt man erst, wie schwierig das ist. Nicht nur hier denken, sondern hier denken und hier ausführen. Das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Einwürfe. Pro Spiel versemmeln die Dülkener nach eigener Aussage so 10 bis 15 Einwürfe. Kenny hat die Aufgabe, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ich denke, wir müssen immer den richtigen Weg finden aus hartem Training und auch spielerischen Elementen. Und da werden wir was Spielerisches machen, was auch mit Torschuss zu tun hat und halt den Einwurf zu machen, damit die einmal den vernünftigen Einwurf gemacht haben und auch merken, wenn ich den Einwurf vernünftig mache, zum Mann gezielt, der kann den Ball gut annehmen, kann man daraus eine Torsituation entstehen lassen. Wir machen eine Situation, wie sie im Spiel geben wird. Ihr habt Einwurf, einer nimmt den Ball, du willst flanken, also du willst mir den Ball zuwerfen. Du wirfst mir den aber so zu, dass ich den auch annehmen kann, verarbeiten kann. Weil es geht ja nicht nur darum, dass du ihn vernünftig werfen kannst, sondern auch, dass der andere was damit anfangen kann. Du kannst mich irgendwo hier in diesem Feld anwerfen. Ich stehe hier hinten. Du wirfst, ich mache einen Schritt auf den Ball zu, weil auch beim Einwurf müsst ihr auf den Ball auch zugehen. Nehmen den an, spielen dir zurück. Sollte ein Einwurf sein, den der Mann verwerten kann. In Fuß spielen, damit er den annehmen kann. Und dann sollte er den zurückspielen, weil wir haben ja das Problem, dass die halt auch den Ball ja nicht abgeben. Wenn du den Ball hast, läufst du durch die Hütchen durch, aufs Tor und machst den Abschluss. Wenn du geschossen hast, bleibst du hier stehen. Ich gehe weg, versteh dir? Also immer der geschossen hat, stellt wieder hin, nimmt den Ball an, spielt zurück. Der schießt und dann kommt der Nächste, der eingeworfen hat, geht da rein, oder? Nee, der lässt nur zurückklatschen für den Einwerfer. Der lässt zurückklatschen? Genau. Ich dachte, der nimmt den Dritt. Nee, andersrum. Und dann der geschossen hat, kommt wieder hin? Genau. Der geworfen hat, soll schießen und wieder zurückkommen. Ist doch logisch, oder? Okay. Einmal gucken, ich mach's vor. Kenny macht's vor. Und
meine Intention dabei war, einmal den Einwurf zu lernen, dann den Ball so zu spielen, dass der andere ihn annimmt. Du lernst also auch, den Ball vernünftig anzunehmen beim Einwurf, weil wenn die ja nie einen Einwurf machen, wissen die auch gar nicht, wie sie einen Einwurf einnehmen sollen. Und dann sollte der Mann, der den Ball bekam, der einen Einwurf gemacht hat, sollte den anderen in Szene setzen, dass man lernt, Ball annehmen, abspielen, wieder gehen. So auf welche Art und Weise werden die niemals einen Torschuss verbessern, geschweige denn den Einwurf, den sie verbessern wollen. Wenn der Schwerpunkt Verbesserung des Einwurfs ist oder Einwurf zu trainieren, weil sie da Fehler machen, dann ist das Mitnehmen des Balles zu Brot, aber das darf nie Mittelpunkt sein. Und Mitnehmen des Balles, nach vorne dribbeln, zum Torabschluss zu kommen, sind mehrere Aktionen, die vom Einwurf selber, von dem Grundding ablenken. Also der Einwurf muss im Mittelpunkt stehen. Aha, also warum war die Übung dann nicht so clever? Weil es am Ziel vorbeiging. Korrekt. Müssen wir leider so einsehen. Ja, aber macht ja nichts, kann passieren. Peter und Hans übernehmen wieder und es wird recht schnell klar, was das eigentliche Problem ist. Nicht die Bewegung, sondern schon wieder die Koordination. Sauberer Einwurf. Jawohl, gut, stehen bleiben. Aber dann pfeift keiner. Lass kommen. Du stehst im Feld, das wäre ein falscher Einwurf, ne? Ja, guck mal, ein Meter. Ja, Regel, ich hab's ja nicht gemacht. Übergetreten. Jungs, nicht übertreten. Auch wieder übergetreten. Hey, nicht übertreten. Übergetreten. Bern, konzentrier dich hier. Also, ich denke, wir haben bestimmt 10 Einwürfe falsch gemacht. 10, 15. Also, kam mir so vor. Also, sagen wir mal so. Jeder zweite Einwurf war falsch. Ah, nee, nicht so doch, viel. Doch, fand ich schon. Also waren schon einige Fehler mit drin. Mehr als 10, als 15 auf jeden Fall. Meinst du? Ja. Wir machen ein Spiel. Die Defensive der Mannschaft geht dorthin. Und die Offensive dahin. Peter versucht seiner Offensive die wichtigsten taktischen Maßnahmen einzutrichtern. So, die Positionen werden eingehalten. Wichtig, eingehalten. Wir verschieben uns im Gesamten nach vorne und gehen gesamt wieder zurück. Erstmal will ich, dass ihr zu Null spielt. Es geht jetzt erstmal darum, kein Tor kassieren. Egal, wo ein Ballverlust kommt, egal, wann ein Ballverlust kommt, der Zehner, vorderste Reihe, hat davor zu sorgen, dass wir alle hinter den Ball kommen. Alle. Ballverlust, automatisch Kommando, hinter den Ball und dann geht's weiter. Soweit zur Theorie. In der Praxis schaut das in Dülken dann so aus. Alle hinterm Ball hat man schon mal gut hingekriegt. Nach 10 Sekunden ist das schon nicht mehr der Fall. Boah. Dieses sogenannte oder auch von mir entworfene und klargelegte Konzept war nach ungefähr 8 Sekunden beendet. Wenn ich sage, beim Ballverlust alle hinter den Ball zu kommen, ja, dann war das nicht mal ein Ballverlust, also die waren noch nie hinterm Ball. Und das nach ein paar Sekunden, ja, dann hat man als Trainer mit seiner Aussage versagt, ganz klar. Ja, Peter, vielleicht solltest du so schwierige Begriffe wie hinter den Ball gehen vorher erklären. Hm? Vielleicht habe ich das gemacht. Ja, klar muss man das erklären. Ja, wie gesagt, da vorne ist die Kugel, ja, und ich komme dahinter. Habe ich den Ball immer im Auge. Wenn alle mal den Ball im Auge halten, ja, dann stehe ich richtig. Und genauso vermittelt man das normalerweise Leuten, die es nicht im Blick haben. Ja, aber der Ball ist manchmal sehr schnell. Ne? Die kriegen das dann gar nicht mehr hin. Und dann ist das für die eine Perspektive-Sache. Wenn die dann mal so stehen, dann sagen die, oh, ich stehe auch hinterm Ball. Ja, klar. Und außerdem ist heute das erste Training in der Geschichte der Dülkener vierten Mannschaft. Da kann schwerlich alles sofort klappen. Allerdings ist es auch das erste Amateurtraining im Leben des Peter Neururer. Peter hat hörbar noch Mühe, sich an die Realitäten des Amateurfußballs zu gewöhnen. Die Paralympics. In irgendeiner Form beleidigen. Aber die haben überhaupt keine Struktur da drin. Was? Struktur? Nein, haben sie ja nicht. Guck mal, wie die laufen, so vogelwild durcheinander. Das ist wieder gigantisch. Aber nicht nur Peter hat Mühe. Auch Berhan hat noch leichte Anpassungsprobleme auf dem Feld. Berhan, du spielst rechts! Mit wem wechselst du? Ja, aber der ist auch rechts. Mal wieder hin bei dem Wetter. Rechts, Bern, biet dich hier außen an. Außen auf die Linie, noch mehr auf die Linie. Bern, hier auf die Linie. Außen bleiben, Berhan. Ich habe ihn ja extra gefragt, Bern, was spielst du? Er hat gesagt, ja, rechts. Dann habe ich gesagt, ja, dann biet dich an der Seitenlinie an, damit du den Ball kriegen kannst. Weil er immer in der Mitte stand. Er hat gesagt, Bern, du spielst rechts. Du musst nach außen an die Seitenlinie anbieten, dann kriegst du den Ball. Hat er nicht verstanden oder hat mich auch nicht gehört. Aber das ist auch, weil ich Innenverteidiger bin und nicht
außen spiele. Deswegen ziehe ich mich immer automatisch nach innen. Das ist so wie ein Magnet, ne? Gehe ich automatisch in die Mitte. Also Bernd, tiefer, ey! Tiefer, Bernd! Der sagt, der spielt rechts, der Verteidiger ist da vorne, cool, der läuft überall rum. Der läuft überall rum. Warte, warte, was machst du da? Ja, von wo denn? Mach seit wann die Hälfte? Leg den Ball dahin. Ey, was, ey? Was machst du denn da? Bernd! Bernd! Hast du in die Ecke geschossen? Ja. Ja. Bernd, ey! Dann läufst du. Hör mal, wie spielst du denn Fußball? Du kannst doch wohl mal so da reinspielen, das ist doch kein Problem. Da war ja, glaube ich, irgendwas stand in der Gegend, wo er dann nicht um den Ball rumkam. Da dachte ich, vielleicht mal den Außenriss benutzen. Ganz alter Trick aus der Jugend. Innenriss, Außenriss. Ja, da standen die Kameras. Ja, da konnte ich nicht richtig schießen. Aber dann habe ich dem mal gezeigt, wie man mit meinem schwachen Fuß schießt. Und dann hat es auch geklappt. Guter Ball! Gute Ecke, Bernd! Also immerhin besser als Kenny, ne? Was der uns vorgemacht hat. Gleich geht's weiter bei Das T steht für Coach. Wir gehen raus. Zurück bei Das T steht für Coach mit den Shisha-Jungs aus Döken. Am zweiten Tag steht für die Trainingsnovizen die Arbeit mit dem Ball sowie Standardsituationen an. Beides haben sie noch nie gemacht, wie man gleich sehen wird. Anspielen! Mitnehmen! Weiterspielen, hinter dem Ball herlaufen und dann wieder anstellen. Zwei Kontakte und es geht los. Zwei Kontakte. Ah, hey, hey, hey. Zwei Kontakte im Uhrzeigersinn. Da die Dökener ja nie trainieren, haben sie natürlich keine Ahnung, was Hans von ihnen will. Und schon gar nicht, warum diese blöden Hütchen auf dem Platz liegen. Stören eh nur. Jungs. Was ist das? Zwei Kontakte. Außen spielen, hier außen spielen, hier annehmen, hier passen, außen nehmen. Und die Spieler, die stehen nicht hier so, sondern wenn der Ball kommt, gehe ich nach da, biete mich hier an, nimm den Ball hier mit an und spiel weiter. Die Hütchen stehen nicht als Spaß da, keine Orientierungshilfen alleine. Die Hütchen sind gedachte Gegenspieler. Das heißt, macht eine Auftaktbewegung, um von dem Hütchen wegzukommen. Ne? Ein Schritt nach vorne, absetzen. Klar angespielt werden, Ball mitnehmen, zwei Kontakte, patsch und weiter geht's. Ja? Und komm, Auftaktbewegung dahin, Ali. Zack, richtig. Und, ja, richtig. Wir stellen uns vor, das wäre ein Gegenspieler. Und vom Gegenspieler muss ich wegkommen. Ja, und nicht über den Gegenspieler rüberlaufen. Ja? Wichtig. Aber nicht nur die Hütchen sind ein Problem, sondern auch die Mitspieler. Denn die sollen ja mitspielen. Das hat in Döken einfach keine Tradition. Ihr spielt miteinander, ihr seid eine Mannschaft. Zwei Kontakte jetzt. Zwei Kontakte. Ruhig. Zwei Kontakte. Stopp, stopp, stopp. Zwei Kontakte. Zwei Kontakte. Alle. Alle zwei Kontakte. Hey, mach, hey, Jungs. 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 Hey. Zwei Kontakte. Was habt ihr nicht gehört? Spielen, zwei Kontakte machen. Klatschen lassen zum Doppelpass. Genau, super. Genau so. Ja, das sieht ja aus, der Fußball. Holla, Zauberei am Schlangenfluss. Das ist direkt, perfekt. Hattest du nicht zwei gesagt, Peter? Es gibt immer mehrere Lösungsmöglichkeiten. Daran sieht man wirklich, dass das Training im Profibereich, im Vergleich hierzu, kinkerlich ist. Alles perfekt gut organisiert. Du kannst dir Gedanken machen über das, was du möglicherweise erzielen willst, erreichen willst im Training. Und dann siehst du diese Hammerwerfer. Die Hammerwerfer werden jetzt mal extrem überfordert. Hans lässt seinen persönlichen Klassiker im Passspiel üben. Klatschen diagonal. Spiel zu ihm, du spielst jetzt darüber und du kommst, du drehst jetzt den Ball. Und du spielst jetzt hier hin. Genau. Du lässt jetzt da hin klatschen, du spielst hier hin. Du spielst jetzt hier und du spielst da diagonal. Ey. Komm her! Du musst den Ball darüber spielen. Das Klatschen hier. Yay! Ganz genau. Hey, nein, du musst den Ball dann spielen. Du hast zwei Sachen, die du machst. Zwei Sachen. Der Ball kommt bei jedem. Der Ball kommt
ist klatschen lassen. Das ist deine Eins. Der zweite ist, der Ball wird jetzt von dort kommen und ich spiele in Diagonal. Und dann geht's so weiter. Er hat das erste klatschen lassen und dann muss er noch dorthin gehen, weil er den Ball kriegt. Und dann spielt er Diagonal. Also jeder von sich weiß, erste ist klatschen lassen, der zweite Mal ist Diagonal. Ist schwer, sage ich mal, ne? Am Anfang, ohne Training, ohne alles. Ja, ich sag mal, ist nicht einfach. Soll was im Gehen machen? Soll was im Gehen machen? Weil das funktioniert nicht. Ja, einmal, vielleicht hilft das. Also, dann machen wir das ganz langsam. Oh, jetzt sieht es ein bisschen nach Fußball aus. Oh, es wird langsam. Klatschen lassen und Diagonal. Klatschen lassen. Sonst spielen die auf dem Platz. Jeder spielt für sich alleine. Jeder nimmt den Ball, dribbelt, geht und versucht, das Tor zu machen. Und hier beim Training hat man gesehen, beim Passspiel, da musst du ja miteinander spielen. Und miteinander haben sie es ja nicht so. Hans macht es noch etwas komplizierter. Sollen wir das schwieriger machen? Ich glaube nicht. Doch, doch. Ja, anders. Das Schwierige ist, weißt du, was das Schwierige ist? Andersrum. Ja. Okay. Jetzt wird es schwierig. Konzentriert euch. Das wird jetzt schwieriger, aber das Schwierige ist jetzt andersrum. Okay. Aber dasselbe bleibt, aber nur andersrum. Ja. Bernd, hast du verstanden? Psst, Bernd. 10 Euro kriege ich, wenn du es nicht schaffst, okay? Super, Bernd! Du bist der Chef, ey! Ja, ja, aber 10 Euro für mich! 10 Euro musst du bezahlen? Ja, an mich ja, vielleicht. Nein, natürlich. Ja, wer sagt, er hat Fehler gemacht? Ich. 10 Euro. 10 Euro, mach das Ganze. Du hast gesagt, du kriegst das hin. Du machst keinen Fehler mehr. Nee, ich habe gesagt, ich mache beim ersten Mal keinen Fehler. Aber das war ja wohl ein Fehler. Aber das war eigentlich kein Fehler. Doch, du wirst es sehen. Es war ein Fehler. Okay. Du musst den erstmal zurückpassen. Und dann spielt der andere diagonal. Genau, und dann spielst du diagonal. Aber du hast den Ball direkt angenommen und hast den weitergespielt. Nee, ich sollte den nur klatschen lassen. Ja, und du hast nicht klatschen lassen. Ich habe nicht klatschen lassen. Zum Abschluss üben Hans und Peter Standards. Da sich Peter um die Offensive kümmern soll und ein 4-Tore-Versprechen abgegeben hat, kommt den Standards eine besondere Bedeutung zu. Wir haben jetzt eins in der Spitze. Ja? In der Spitze. Du hältst die Position. Wir haben drei Mann. Und wir haben einen Hintenstehenden. Ja? Die reichen vollkommen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Mann plus derjenige, der schlägt. Alles andere steht im Rückraum. Folgendes. Du hebst die Hand hoch als Zeichen, nicht wo der Ball hinkommt. Ich hoffe, dass er hier hinkommt. Spielst er mit Vollspann hier rein. Das heißt, für euch drei, lauft im Vollsprint. Sobald er die Hand hebt, das heißt, dass er losgeht, die Bewegung. Kommt ihr und lauft nach vorne. Du gehst auf den ersten Pfosten. Ihr lauft nach vorne und sperrt, das ist ja Gegenspieler, sperrt für hinten, für den Berghahn die Leute frei. Klar? Ein Spieler mit dem linken Bein hat den Ball auf sein Zeichen hin, ja, dass die anderen loslaufen sollen, Richtung Elfmeterpunkt geschlagen, weg vom Tor geschlagen. Und drei Mann, die zusammenstanden, sollten den dahinterstehenden Angreifer freimachen mit dem Weg nach vorne auf den ersten Pfosten. Und eine Sturmspitze, die sich bereits 2-3 Meter vorher befand, sollte auf den ersten Pfosten laufen. Egal, wo der Gegner steht, egal, was der Gegner macht. Ihr drei bewegt euch volles Rohr und blockiert alles, das, was er kommt, vorwärts. Du hast da hinten Platz. Wenn er oben rüberkommt, machst du ihn wunderbar rein. Oder ihr könnt abschließen und du gehst sofort auf den ersten Pfosten. Standardsituation kann man am leichtesten trainieren, weil der Gegner auf mich dann kaum Einfluss nimmt. Der Ball liegt ruhig. Der Ball darf ja nicht attackiert werden. Ich habe also keinen Gegenspieler, wenn ich den Ball da reinspiele. Und ich kann mir ja vorstellen, was ich, wenn ich den Ball genau schlagen kann, was ich daraus mache. Der Gegner muss auf mich reagieren. Komm zusammen, jawohl! Guter Eckball! Ja, gut verteidigt. Ihr müsst gucken, dass ihr, wenn der Ball kommt, dass ihr aus der Bewegung gegen den Ball gehen könnt. Nicht im Stehen. Hand hoch und los geht's. Und komm, durchlaufen. Ja, da muss ich natürlich hingehen. Ja, genau, und komm. Guter Ball! Jawohl! Mach den Ball rein! Jawohl! Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Also merken, wenn wir morgen einen Eckball haben und einer kommt mit dem linken Fuß, stellt sich dahin, wisst ihr, die drei sofort aufbauen. Einen dahinter, einer auf den ersten Pfosten, egal was ist. Wir machen aber eine Variante jetzt.
Du gehst raus und spielst mit dem rechten auf den ersten Pfosten. Ein Meter Schritt von der Seitenlinie positioniert sich ein Angreifer, der versucht, den Ball, wenn er in diese Richtung kommt, zu verlängern. Und alle anderen, die da von hinten kommen, drei Mann nebeneinander, sollen auf den ersten Pfosten laufen und den Raum nutzen, um A, den Ball dann direkt reinzumachen, oder einer setzt sich da hinten ab und bekommt den Ball, der vorne verlängert wird, auf den zweiten Pfosten. Spiel den Ball hier genau auf diese Position, hier hin. Entweder so scharf, dass er oben rüber geht, oder er verlängern kann. Und er kommt in dem Moment erst reingelaufen, wenn hier der Kontakt da ist oder wenn er oben rüber gegangen ist. Nicht früher loslaufen. Klar? So haben wir jetzt den Vorteil, dass wir dann gegen den Ball gehen können. Und den Vorteil, darauf reagieren, wenn er ihn verlängert, dass wir den zweiten dann reinmachen. Klar? Jawohl! Da muss er reinkommen. Sehr gut! Das ist der Ball. Das ist der Ball. Jawohl! Ja, Bernd Stark, der Torwart. Jawohl, der ist klasse. Bewegen, bewegen. So blockiert euch jeder Spieler. Bewegen, bewegen, bewegen. Nimm mal Bügeleisen aus dem Schuh. Guter Ball. Super. Top Ball, kann man mit aufhören, ist okay. Da fällt morgen Tor raus. Aus der Standardsituation, aus den Eckbällen, garantieren kann ich nicht geben, aber da fällt ein Tor raus, bin ich von überzeugt. Spieltag in Döken bei Viersen. Zum ersten Mal tritt die vierte Mannschaft nach gleich drei Trainingseinheiten zu einem Meisterschaftsspiel an. Die Laune ist bei Güni und seinen Mitstreitern ebenso gut wie bei Coach Peter Neururer. Buongiorno, Peter. Buongiorno. Die Jungs sind pünktlich, das freut mich aber. Es ist jetzt soweit. Wir haben drei Themen. Einmal richtigen Einwurf. Zweitens Bären, dass er sich im Griff hat. Und drittens die Stürmer, dass sie keine Beine setzen. Das größte Problem der Dökener hat einen Namen und heißt Berhan. Selbst Spielertrainer Güni ist bei dieser Personalie für das Spiel gegen Fairberg eher skeptisch. Berhan, ob der ruhig bleibt, ist immer so eine Sache. Man kann den Jungen nie einschätzen. Also wenn irgendwas Falsches passiert, der Junge ist wie eine tickende Zeitbombe. Trotzdem ist Peter zuversichtlich. Seine Aufgabe war es, den eher schwachen Sturm der Dökener in den Griff zu bekommen. Wir machen vier Tore. Wer die macht, ist mir egal. Aber die Offensive ist dann an diesen vier Toren beteiligt. Und eins davon, Minimum, ist durch eine Standardsituation. Ich denke schon, dass ich ein Tor machen werde. Für Peter natürlich. Und das Spiel beginnt gleich mit einer Standardsituation. Die hat Peter Neururer ja speziell trainieren lassen. Die Flanke kommt hoch in den Strafraum. Im Hintergrund schleicht sich Alia an und tatsächlich gerade mal 10 Minuten. Und Neururers Spezialtraining hat sich bezahlt gemacht. Standard, ohne Worte. Standard? Ja, logisch. Echt? Das sind diese ruhig liegenden Bälle. Wir haben Standardsituationen gestern gemacht, Eckbälle von einmal auf den ersten Pfosten gespielt, einmal auf den zweiten Pfosten gespielt. Jetzt kam eine Situation auf der halblinken Position, 30 Meter vom Tor ungefähr, zu spielen mit einem rechten Fuß rein. Aber die Zielspieler, die waren diejenigen, die beim Eckball auch vorne waren. Und einer dieser Zielspieler, alle drei haben sich gut in den Laufweg vorne verhalten, zwei waren auch zugeordnet und einer davon macht das Tor. Also besser geht's nicht. Das sind Zauberer. Ich sag, unterschätzen wir die Jungs nicht. Schon das zweite Tor, das auf das Konto der Offensive geht. Beeindruckend. Ich weiß nicht, was Peter denen erzählt hat noch vorm Spiel, aber irgendwie hat es geklappt. Komm außen, hier raus! Außen! Hier, geh auch so! Das dritte Tor, Jimmy macht das Ding, der konnte selber nichts dafür. Kriegt den Ball gespielt, stolpert, nimmt den Ball mit, zu weit vorgelegt. Der Verteidiger kann den Ball einfach wegschießen, rutscht aus. Jimmy kommt am Ball, Torwart kommt auch noch mal raus, rutscht auch am Ball vorbei und der Ball rollt ins Tor. Das war gerade eine Nummer, die habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Man kann Bälle reinschießen, man kann sie rein dribbeln, aber rein stolpern, überragend. Auch bei den Einwürfen zahlt sich das Training von Hans aus. Kein einziger Ball wird abgepfiffen, die Koordination ist perfekt und selbst Berhan ist bislang fromm wie ein Lamm. Bis jetzt setzen sie alles um, was wir gesagt haben. Sie spielen Fußball miteinander. Berhan hat sich unter Kontrolle.
kein falscher Einwurf. Die Offensive macht keinen Blödsinn, keine Beinschüsse, nicht. Vielleicht hätte Hans das nicht so laut sagen sollen, denn im Gefühl des sicheren Sieges werden die Dülkner nachlässig. Ein Konter nach dem anderen rollt auf das Tor von Schnapper Kevin zu. Folgerichtig passiert dann das hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ein völlig berechtigter Elfmeter. Ja, und in der Zeitlupe ist sehr gut zu erkennen, der Dülkner Verteidiger holzt seinen Gegenspieler einfach um. Unmenschlich. Aber Kevin ist ein Elfmeterkiller. Hat er zumindest gesagt. Muss noch Kackfläche eine Ecke anbieten. Er hat gesagt, er ist ein Elfmeterkiller. Das ist ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Ich glaube, wir haben geschafft, durch die überragende Leistung des Torwarts beim Elfmeter vielleicht einen Wendepunkt zu verhindern. Für mich war es persönlich der Knackpunkt des Spiels. Wären wir frühzeitig in Gefahr geraten, dieses Spiel, was wir eigentlich mit 3-0 Führung schon nach Hause fahren mussten, wieder aus der Hand zu geben. Die letzten Viertelstunde, Katastrophe. Wenn ihr so weiterspielt, machen die ein Tor, Anschluss, dann kriegen die Luft. Dann kommt 3-2 und dann seid ihr am Zittern und dann machen die 3-3. Hätte Kevin das Ding nicht gehalten, wäre es schon jetzt 3-1. Dann wärt ihr jetzt schon am Zittern hier. Zurück bei das T steht für Coach. Hans' mahnende Worte in der Pause verhallen offensichtlich ohne jede Wirkung. Keiner der Dökener Abwehrspieler greift den Fährberger Angreifer an. Was für ein Sonntagsschuss. Das 3-1 und noch ist fast eine ganze Halbzeit zu spielen. Jetzt zeigt Bärhahn, warum seine Mannschaftskameraden ihn für eine tickende Zeitbombe halten. Hey, Bärhahn! Oh, 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 oh. Der Schiri hat gesagt, der gibt dir Rot gleich. Reiß dich zusammen. Unser, mach! Bärhahn! Da haben wir den Ausraster. Die Kopfnussaktion okay, das war falsch, aber das mit dem Drohen, das habe ich auch extra gedroht. Aber nicht nur Bärhahn ist außer Rand und Band. Deswegen, das halt, warum dribbelt ihr da? Geh! Außen, Altwein! Außen! Das glaube ich nicht. Das ist das gleiche bei der eigenartigen Wette mit den unnötigen Beinschüssen, sind diese unnötigen Dribblings. Was rennt der da mit dem Ball durch die Landschaft? Zum vierten, fünften Mal. Günni, hey! Günni, spiel den Ball! Sehr gut. Warum den Beinschuss? Dribbelst du noch hier ein bisschen so, kommst du raus. Einfach, fertig. Wir brauchen nicht traumatisieren. Ja, dann können wir raus. Willst du raus? Dann hör auf mit der Scheiße. Der hat ein, zwei Situationen, hat den Ball gekriegt, hat gedacht, er ist allein auf dem Platz, nur noch gedribbelt, nur noch gefummelt, hat die Bälle alle verloren. Der Gegner hat jeden Ball bekommen, hat direkt einen Konter gefahren. Da habe ich ihn zu mir geholt, habe ich ihm gesagt, wenn er so weiterspielt, das funktioniert nicht, der muss mit der Mannschaft spielen, sonst kommt er raus. Dann kommt er gar nicht mehr hinten raus. Oh, jetzt, komm. Seid ihr, wir machen das Tor. Mach was. Jawohl. Und dann machen wir das Tor, ne? Das war natürlich eine überragende Trainerleistung vom Hans, das zu erkennen, die Situation zu erkennen und vor allem die Situation im Vorfeld schon zu erkennen, die 10 Minuten später kommt. Das Tor macht da überragend. Einfache Ansage, einfaches Tor. Jetzt ist der Bann gebrochen. Fährberg knickt ein und Schemm schießt sein zweites Tor und damit das vierte Tor des Sturms an diesem Nachmittag. Peters Prognose ist voll aufgegangen. Jungs, komm. Danke. Hat sich total gelohnt, weil alles, was wir trainiert haben, haben die Jungs jetzt auch beim Spiel umgesetzt. Das ist ja das, was man auch hinbekommen muss, das, was du trainierst, dann auch auf dem Spiel wieder umzusetzen. Das ist das Schwierige daran. Das haben die Jungs aber super gemacht. Es war echt ein gelungenes Wochenende mit euch. Wir als Trainerteam hatten auf jeden Fall mega Spaß. Ihr seid genial. Mit dem Spiel hier, wie ihr das gespielt habt, wie ihr unsere Sachen einfach umgesetzt habt. Und ich persönlich glaube, wenn ihr einen Trainer habt, dann habt ihr große Möglichkeiten, in der Kreisliga B da was zu reißen. Ich war am ersten Tag geschockt, bin ich ganz ehrlich. Bin allerdings von euch begeistert gewesen, weil ihr euch als Team präsentiert habt. Wenn ihr trainiert, dann bin ich davon überzeugt, dass ihr aufsteigt. Dafür wünsche ich euch alles Gute. Daumen hoch. Wir werden euch im Auge behalten. Jungs, weiter so. Ich sage euch eins als älterer Mensch. Siegen macht Spaß. Ja. Siegen ohne zu trainieren macht vielleicht sogar noch mehr Spaß. Jo. Aber aufsteigen gehe ich mal von aus, dass wir das schaffen.
Ja? Und dann andauernd verlieren und nicht zu trainieren. Irgendwann bricht diese super Gemeinschaft auseinander. Weil da schiebt der eine die Schuld auf den anderen und so weiter und so weiter. Wenn ihr dann gemeinsam trainiert, habt ihr noch mehr Stärken und dann könnt ihr auch eine Klasse höher bestehen. Geht nachher in die Shisha-Bar, dann passt das.